Die gute Puppe besiegt die Dämonen, aber fiel selbst der Feuerbrunst zum Opfer. Das Feuer breitete sich in der verlassenen Stadt aus und brannte alle Straßen und Häuser nieder. Eine dünne Schicht aus grauer Asche war der einzige Beweis. Ich konnte es nicht fertig lesen. Naja, ihr könnt ja auf Pause drücken, werde ich dann auch machen, wenn ich die Videos render, damit das dann alles, ja. Aber wir sind ja noch gar nicht fertig, auch wenn wir jetzt das epische Ende erlebt haben. Ich fand es ein bisschen albern, ganz ehrlich. Das hatte sowas von Hollywood-Film. Aber wir haben ja noch das Bonus-Kapitel und das werde ich jetzt auch gleich spielen. Vor 25 Jahren, dann haben wir das alles nämlich hinter uns. Das ungelöste Geheimnis der Hanf-Familie. Eines Tages verschwand die ganze... Etwas geht in der Stadt vor. Leute verlassen die Stadt und verlassen ihre Häuser und ihre Besitz zurück. Die Straßen sind leer. Ich bin der letzte Polizist, der übrig geblieben ist. Ich werde die Stadt nicht verlassen. Ich bin... So schnell kann ich nicht lesen. Ich gebe es auf. Oh Mann. Ich habe den Schlüssel zu dem Haus der Hanf in einem Safe eingeschlossen. Ich muss ihn holen. Ja, Leute. Also drückt Pause. Ich... bin's leid. Das sind meine ungelösten Fälle. Meine Tochter Mela? Das für ein bescheuerter Name. Ich möchte nicht, dass ich alleine hier bin. Deswegen verlässt sie die Stadt nicht. Clive und Linda Hunt sowie ihre Tochter Kim verschwanden ohne Spur. Die Polizei konnte im Haus der Hunts in der Loststraße 8 Loststraße. Was für ein Name. Loststraße Nummer 8. Keine Hinweise finden, wohin die Hunts verschwunden waren. Die Untersuchung wurde eingestellt. Achtjähriger Samuel Hunt wurde dem Waisenhaus übergeben. 3, 4, 1. Das Waisenhaus hat vor kurzem den Betrieb eingestellt. Die Kinder wurden woanders hingeschickt und der Direktor Mr. Morgan ist spurlos verschwunden. 3, 4, 1. Die Papiere haben nichts mit dem aktuellen Fall zu tun. So, wo ist denn dein Safe? Ah, hier vermutlich nicht. Wo ist denn dein Safe? Was war das? 3, 4. Ich schreibe mir das auf. Bis ich den Safe gefunden habe, habe ich es dann eh wieder vergessen. 3, 4, 1. Diesmal nicht auf meinen epischen Kontoauszug. Ich habe einen anderen Zettel gefunden, den ich beschreiben kann. Hier? Nein. Der Schlüssel zum Haus der Hand sollte in diesem Safe sein, aber das Schloss, im Schloss sind drei Knöpfe. Okay. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Fehlen ja Knöpfe. Vielleicht verstecken die sich ja hier irgendwo. Was war hier eigentlich? Das habe ich gar nicht gelesen. Der Mann, der unsere neue Zellentür eingebaut hat, hat sie verkehrt herum eingebaut. Ich muss etwas finden, mit dem ich den Riegel erreichen kann. Es sind einige Sachen darin, die ich dringend brauche. Was für ein Genie. Das habt ihr auch bezahlt. Ja. Gut, was stand hier? Habe ich mich auch nicht verschlossen. Das überrascht mich nicht. Schließlich ist das eine Polizeistation. Gut. Im Haus könnte es noch Beweise geben. Deswegen ist die Tür verriegelt. Ich muss das Band durchschneiden. Habe ich denn? Ich habe die Schere dabei. Die Tür ist verschlossen. Ich brauche einen Schließfachschlüssel. Ach so. Nein, ich muss zurück. Den Gürtel, den ich bestimmt für irgendwas brauche. Wer in aller Welt hat dieses seltsame Schloss installiert und was ist in aller Welt? Was in aller Welt soll ich als Schlüssel benutzen? Sprudel? Entschuldigung. Jemand hat den Spielzeugladen gekauft, ihn aber nie eröffnet. Okay. Also ich kann jetzt nur dahin und... Ah nein, ich kann auch dahin. Gut. Da ist jemand. Da ist jemand im Gebäude. Ich kann aber nicht sagen, wer es ist. Wessen bescheuerte Idee war es, ein Waisenhaus direkt in einen Friedhof zu bauen?
Verschlossen, ich muss den Schlüssel finden. Gürtel und Schlagstock. Ich würde ja jetzt die Tür, das ist ja bestimmt nur Glas. Warum kann ich das nicht aufschlagen? Falsch! Ja, ist ja gut. In den Friedhof kann ich auch nicht rein. Die Tür darf ich bestimmt auch nicht aufhauen. Nein, darf ich nicht. Oh, nochmal gehen. Die Theke ist aus Eiche gemacht. Sie wird eine Ewigkeit halten. Ja, schön für die Theke. Ach so, ich kann mit dem Gürtel. Stimmt. Sehr schön. Ach, ein Wimmelbild. Welche Überraschung. Brotleib, Libelle, Spinne, Knopf dreimal, Pferd, Zahnrad, Krone, Pistole, 9, Krug zweimal und Schuh. Schuh hat man ja schon mal. Einen Krug hatte ich ja auch schon mal. Und diesmal sind es 2. Das ist auch noch ein Krug. Ja, was ich nach Stray Souls spiele, weiß ich noch gar nicht. Ich habe ja so viele Spiele jetzt, dass ich noch gar nicht weiß, ob ich jetzt direkt gleich nochmal ein Horrorspiel mache oder... Ja, ist ja gut. Ja, die Maus bewegt sich dann noch viel langsamer. Ich dann gleich danach ein Horrorspiel nochmal mache oder ein nicht. Ich glaube, eins habe ich, was kein Horrorspiel ist. Glaube ich zumindest. Der Anfang war zumindest sehr horrorschwach. Eigentlich kein Horror, ja. Muss ich mal schauen, worauf ich Lust habe. Aber ich werde jetzt erstmal eine ganze Weile damit verbringen, das hier zu schneiden. Beziehungsweise zu rendern, weil ich muss... Durch Fraps muss ich ja nicht mal so viel schneiden, dass ja mehrere kleine Dateien aufnimmt. Das heißt, klein, die sind riesig, die Dinger. Aber gehen nur so 3-4 Minuten. Dann Knopf, nein. Ich hoffe natürlich, dass Fraps aufgenommen hat, sonst müsste ich das alles nochmal machen. Ach, das sind die Knöpfe. Ich habe es nach Dingsknöpfen gesucht, nach normalen Kleidungsknöpfen. Kleiderknöpfe, so. Die 9. Erinnert mich gleich wieder an den Film 9. Ich hoffe, ihr habt auch alle schön brav euch den verlinkten Artikel durchgelesen. Ganz toller Film. Sei hier nochmal erwähnt. Guckt ihn euch mal an. Und sagt mir, dass ich recht habe, dass es ein toller Film ist und dass der ins Kino hätte gehören sollen. Richtig, deutschlandweit. Überall. Jedem Pups-Kino. So wie Alice. Jetzt fehlt mir noch die Pistole. Schade, jetzt habe ich hier nicht mehr meinen kleinen, gruseligen Puppenfreund sitzen, den ich im Stillen 9 getauft habe. Pistole. Ach, ich fühle mich so einsam ohne seine Knopfaugen. Kleiner Schluck auf. Knopfaugen, die mich gruselig beobachten. Wie kann man jemanden gruselig beobachten? Und da ist die Pistole. Naja, ihr wisst, was ich meine. Oh, ich habe meine Knöpfe. So, 3, 4, 1. Und nochmal gehen. Es tut mir wirklich leid. Okay, Papier kriege ich nicht, aber die Maske darf ich hier einsetzen und krieg Handschellen, ein Foto bestimmt von seiner Tochter und eine Pinzette. Hausschlüssel. Gut, schauen wir uns doch mal. Das tat ihm in den Augen. Ich weiß nicht, was ich eben gesehen habe. Es sah aus wie etwas Böses. Das versucht durchzubrechen. Das überrascht mich nicht, denn die Hans waren Magier. Ach, das wussten alle. Das ist natürlich sehr überraschend. Habe ich nichts. Noch etwas, noch ein seltsames Schloss. Ich benötige wohl einen speziellen Schlüssel, um es zu öffnen. Nagelfeile. Linda Hand war eine begabte Näherin.
möchte diese Spiegelscherbe nicht mit bloßen Händen. Ach, das ist ja auch so ein Weichei. Das war jetzt ein bisschen gruselig, Teil eines Spiegels. Aber da kann ich auch nicht. Nein, da komme ich wieder zur Tür. Dass die da so riesen Areale haben, wo man zur Tür kommt. Hätte auch kleiner sein können. Gut, gehen wir mal ins Kinderzimmer und nehmen diese unauffällige Zange mit und setzen hier denn die Spiegelscherbe ein. Von denen ich noch mindestens eine brauche. Jemand weint im Spielzimmer der Kinder. Ich muss dort hinein. Lass mich raten, es ist abgeschlossen. Ja, verschlossen. Den Schlüssel muss ich irgendwo in diesem Haus sein. Hab ich noch nicht gefunden. Die Truhe kann ich nicht aufmachen. Das Haus fällt auseinander. Selbst die Decke kommt runter. Ja, ganz tolles Haus. Kohlenzange, Nagelfeile, Handschellen, Schlagstock. Ich sehe jemanden im Spiegel. Ich sehe jemanden im Spiegel. Ich muss die vielen Teile einsetzen, sodass ich erkennen kann, wer es ist. Wo siehst du jemanden? Ich sehe eine Tür. Und Rahmen vom das Geländer. Ist hier keine Person. Ist ja genauso schräg wie die Danielle. Ist hier noch Scherben? Hier nicht. Da komme ich bestimmt wieder zur Tür. Kann ich da mit der Nagelfeile einbrechen? Kann ich denn vielleicht da mit der Nagelfeile einbrechen? Nein. Also das Bonuskapitel ist irgendwie schwer. Die Leitung ist tot, das macht aber nichts, denn ich habe eh niemanden, den ich anrufen könnte. Jammer, jammer. Da ist aber auch nichts mehr drin. Kann mir auch bloß noch dieses Ding angucken, war aber auch so nichts. Nein, ist auch so weiter nichts gibt. Hier ist auch weiter nichts. Ich habe keine Zeit, fernzusehen. Es ist doch eh niemand da. Hast alle Zeit der Welt. Dieses Büro dient mir als Café, seit der Coffeeshop in der Stadt geschlossen hat.